Okay, Bock am Soundcheck? Ja, hier in Wien. Christian, ich bin ja ehrlich, ne? Soundcheck, das ist mir. Das ist mein Highlight des Tages, ne? So, wer hat denn Bock auf so ein kleines bisschen Content? Christian, da kann ich mich ausleben, da kann ich die Songs auch einfach mal so performen, wie ich sie will. Are you ready for the last weekend? Yes and no. Für mich ist das da so eine Zeit der kreativen Freiheit. It's kind of like bittersweet. Kind of gonna miss doing all this. But then we gotta prepare for the North American tour. Yeah, and then so. We come to you. Yeah, yeah. Leon, komm, ich krieg noch Batteries. Komm mit. Da siehst du mal, wie so ein Bodypack-Batterie gewechselt wird. Das wollte ich immer schon mal sehen. Guck mal hier. Also wenn das der Content ist, ne, der im Videoblog landet, kann ich euch versichern, aber das ganz. Wie beim Gameboy. Aber dann ein ganz nahes Wochenende. Stahl? Darf ich mal anfassen? Keine Chance. Schon massiv. Wie so eine richtige Schalker Hooligan-Bazooka. Und ist der Feind geschossen? Es ist noch lang nicht Schuss. Die Grabstätte geschossen. Pump it. Ich werde heute extrem wenig machen heute. Einfach mal gar nichts. Stark. Nur das Mindeste. Stark. Erzähl mir mehr. Je mehr ich beim Soundcheck mache, desto weniger kann ich bei der Show machen, Christian. Ist das so? Ist das entweder oder? Ich habe einmal 100% und dann kannst du aussuchen. Ich war die Dusche. Gut. Über der Strahl? Gut. Ja. Und der Druck? Gut. Temperatur? Nö, gut. Ja, und sonst bei euch so alles gut? Sieht. Habt ihr heute irgendwas Spannendes erlebt? Weißt du, was ich hier gerade für ein Cosplay mache? Wer errät es? Wie Kevins Koffer. Ich lieg vor dem Weg. A new rule. I'll shave right now. If I lose 10-0, but it's gotta be 0, not by 10, it has to be 10-0. Dude, this is the game. Sehr, dass wir heute als zweites Land Gold verleihen dürfen. Ne! Hau ab! Ne! Das ist aber nicht auf diesen Glück ab. Alter, in der Hose, Alter. Ich dreh durch. Vielen Dank, crazy. Krass. Wie geht's im Move? Gold für mehr als 18.000. 18? 15. In Österreich verkaufen Einheit. Kevin Ratajczak. Okay,
Ist halt schön, da bin ich. Aber waren wir ja nicht alleine, ne? Christian, komm her. Digga, das ist so Weißt du, dass normalerweise sowas kriegen Popbands. Weißt du, was ich meine? So, die singen und so. Und wir schreien. Das ist Schreimusik. Guck mal, das ist. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht weichgespülte Scheiße. Das ist kein Pop. Wir machen einfach fucking Metal. Immer das, was wir immer machen wollen. Und wir kriegen eine Goldplatte dafür. Jetzt mache ich mir ein Mixgetränk und genieße den Abend. Und dann gehe ich auf die Bühne. Und dann haben wir Spaß. Wie stehen die Chancen, heute einen höheren Pegel zu haben als für Stuttgart? Gut. Da ist der Moloch. Mach uns den Moloch. Nein. Und jetzt wird richtige Heute wird richtige ja. Wir haben die scheiß Goldenen nochmal. Und heute geht's richtig ab, Leute. Tango. Seid ihr am Start? Top 5, deine Highlights des heutigen Tages. Zum Soundcheck runtergegangen bin und du mit mir geredet hast, war auf jeden Fall eins der schlechtesten Sachen am Tag. Der Nachtisch, bin aufgestanden. Es ist nichts passiert heute. VR-Brille. Daniel Klossek beim Edwam warm machen. Der hatte Frühstück. Als ich den Föhn von 2 auf 3 geschaltet habe. Daniel Klossek beim Essen. Ich habe nochmal geschlafen. Ich spiele gerade Schlagzeug mit Moses, I love it. Kaffee. Das ist 5. Highlight, Christian. Schlagzeug spielen. Ist immer wieder, wenn du mit der Kamera kommst und Fragen stellst. Ah! Bist du bescheuert? Das ist meine Spur! Alter! Mann, können wir jetzt bitte... Das ist ein... Okay. Das ist ein... Okay, okay, let's go! Okay, mal 3! Let's go! Ganz gefährlicher Trend. David! Aua! David! 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 David? David? David! David! 3, 2, 1, Tiger!
ganz ehrlich sein, die ganze Liga ist vorbei. Das war das letzte Spiel in der ganzen Liga, letzter Spieltag. Das war der Hammer. Gestern war ja mal wieder einer der krassesten Tage, die wir je auf Tour hatten, ne? Also da so ein Pipi in der Augentag. Ja. Und deswegen war dieser Tourblock schon eins meiner Highlights bis jetzt. Heute war auch nochmal ein richtig krasser Abschluss. Ja, keine Ahnung. Schön war's. Wir fahren nach Hause. Wir fahren nach Hause und da ist erstmal jetzt ein bisschen Päuschen bis zur USA-Tour, ne? Was für Päuschen? Album schreiben? Ja, wollte ich gerade sagen. Hier hast du den Beweis, dass es eine piepst das bitte. Wir machen auch für Kinder-Content. Das war eine verflixt nochmal geile Party. Rausgehauen. Weißt du was? Im Leben hat man immer Höhen und Tiefen. Alles, man ist nicht immer einer Meinung und man ist nicht immer einer Linie. Aber am Ende des Tages ist das Allerwichtigste, dass man zusammenhält. Das haben wir gemacht. Electric Callboy hat zusammengehalten. Wir haben durchgezogen, wir haben heute unsere letzte Show gespielt in Europa, hier in Dresden. Vielen Dank für Techno, für alles, was wir erleben durften und alles, was wir machen durften. Mit allen Menschen, die hier am Start waren. Und alles, was wir machen durften und vor allen Dingen mit euch ganzen Menschen da draußen. Denn ohne euch wäre das alles nie möglich gewesen. Man muss niemals einer Meinung sein. Man muss aber zu Liebe, zu dem, was man macht, stehen. Wir lieben die Musik, wir machen die Musik, wir lieben unsere Konzerte und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank für alles, was wir hier erleben. Danke. Nicht einschlafen. Nein, nein. Thank you. Hast du gesehen, wie der da geschwitzt hat? Hab ich gesehen. Der Bohnen hat geschwitzt. Das war der absolute Wahnsinn. Der absolut kranke Tourabschluss, den wir uns gewünscht haben. Dresden, ihr seid richtige ihr seid so richtig am ab. Ihr habt dann so links wegge. Beauftragte von YouTube rein. Diese Wörter, die Kevin benutzt, die meint er nicht so, liebe Kinder. Die piepen wir alle. Und jetzt kann er weitermachen mit kinderfreudigen Wörtern. Tschüss. Okay, also es war eine äußerst angenehme Show. Goodbye und gute Nacht. Tschüss. Und kauf uns am Merch. Ja.